der Vater von Bea Breu, haben wir hier gesehen. Er fiebert natürlich mit und möchte sich natürlich ähnlich freuen können wie heute Morgen Peter Frischknecht und seine Gattin über den Gewinn der Goldmedaille ihres Sohnes Thomas. Aber da führt jetzt doch souverän Pascal Richard. Ja, man sieht einmal mehr, ich glaube, unabhängig von Kraft und von Kondition, von Vorbereitung, der Heimvorteil ist unverkennbar hier. Nicht nur die Strecke an und für sich, die Beschaffenheit dieses Parcours, der den Schweizern doch entgegenkommt, sondern auch der Heimvorteil. Man kann sich direkt vorbereiten im eigenen Land auch an den Start gehen und wird dann angefeuert und unterstützt von begeisterten Zuschauern. 18.000 sind es. Spannend natürlich jetzt vor allem der Zweikampf zwischen dem zweiten Adrie van der Poel und dem dritten Beat Breu. Wäre das ein tolles Wochenende für den Schweizer Radsport? Und so wie es aussieht, ich glaube, da vergibt man sich nichts. Wird zumindest eine Medaille eigentlich für die Schweizer hier Tatsache. Er wird keine Medaille gewinnen. Nun, Querfahren ist ja nicht jedermanns Sache. Sie sehen einen Blick zurück und doch schon deutlich jetzt der Vorsprung von Pascal Richard. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich vor allem jetzt natürlich auch Bea Breu darauf beschränkt, eben bei Van der Poel bleiben zu können, nichts da unternehmen zu wollen. Sie sehen, wie sich Bea Breu auch ganz kurz die Augen wieder gewischt hat. Und das hat man gestern auch bei Roger Honecker gesehen, noch 2 Stunden nach dem Duschen hat er immer noch Sandkörner und Schmutz in den Augen. Da können Sie sich vorstellen, was die Fahrer auch in physischer Hinsicht da alles zu leiden haben. Und jetzt wieder Mitte der fünften Runde. Van der Poel und Breu. Da kann ein Fahrer, wenn er besonders gut steigt, wenn er diese Stufen, die übrigens heute noch mit Holzlappen ausgekleidet wurden, von denen allerdings nichts mehr zu sehen ist, da kann ein Fahrer sofort einige Meter gewinnen. Und Van der Poel hat ausgerechnet in dieser Kletterpartie er, der Straßenfahrer, wieder einige Meter zwischen sich und Breu gelegt. Ja, Bea Breu wird alles daran setzen, natürlich bei Van der Poel bleiben zu können. Ein Blick ein Jahr zurück, während wir hier nochmal sehen, wie Van der Poel Breu etwas distanzieren konnte. Warten wir noch ab, was hier noch kommt. Albert Zweifel. Albert Zweifel, der fünffache Weltmeister, der Unverwüstliche, dem solche Strecken ja behagen. Und vorne wieder Pascal Richard. Ein Blick zurück auf die letztjährige Weltmeisterschaft. Nicht dabei von den ersten 10 sind der 6. Frank Bartel und der 7. Rainier Gronendal Holland. Die beiden wurden nicht selektioniert. Und auch der 10. Claude Micheli Luxemburg ist nicht dabei. Er, der den Arm gebrochen hat vorletzte Woche. Sonst alle mit dabei, aber von den allerersten weder Thaler noch Danny Deby, noch Sam Schneider, noch Kruckenbaum sind da vorne mit dabei. Ganz andere Namen also, mit Ausnahme von Christoph Lavin, der ungefähr die 6. Position jetzt einnimmt. Bester Schweizer letztes Jahr war Albert Zweifel im 8. Rang. Richard wurde 15. Russenberger wurde 17. Adrie van der Poel. Und Breu ist wieder dran.
hervorragend, wie Bea Breu hier kämpft, hervorragend, kann man da nur sagen. Er verlor doch einige Meter und man weiß, wie schwierig es ist, eben bei diesen Bedingungen einen Rückstand wieder wettzumachen. Er hat sich nicht abhängen lassen. Und hier eine der vielen Zeitlupenstudien, diese eindrücklichen Bilder, Bilder, die die Härte und irgendwo durch auch die Faszination dieses Quersportes wieder vermitteln. Pascal Richard, ist er auf dem Weg zum Weltmeistertitel? Fährt er, läuft er auf Goldkurs? Sie bekommen es mit, wie die Zuschauer den Schweizer hier anfeuern. Warten auf die Nächsten. Adrie van der Poel und nur ganz wenige Meter dahinter Bea Breu. Er lässt sich nicht abschütteln bis jetzt. Und bereits wieder auf der Zielgerade Pascal Richard. Jetzt am Ziel vorbei. Er geht in die sechste Runde. Sie sehen die Rundenzeit links eingeblendet. Unter 10 Minuten eine beachtliche Leistung, wenn man bedenkt bei diesen Bedingungen. Die Amateure brauchten gestern immer um die 10 Minuten herum. Rechts im Bild im Aufstieg der alleinführende Pascal Richard und jetzt wieder das Duo Van der Poel und Bea Breu. Mit einem Rückstand von 40 Sekunden. Richard hat den Vorsprung also vergrößern können. Und Breu hat die Gelegenheit benutzt und Adrie van der Poel auf dieser Strecke wieder überholt, um als erster in dieses Wiesenstück hineingehen zu können. Breu führt jetzt mit etwa 5 Metern vor van der Poel. Während Breu fährt, da läuft Van der Poel, das sehe ich von hier aus, während wir vorne rechts oben eingeblendet den führenden Richard sehen. Und immer noch kein vierter Fahrer durchs Ziel. Da darf man wohl sagen, die Positionen sind bezogen. Wer kommt als Vierter? Zweifel? Liberton haben wir nicht mehr gesehen. Großer Abstand, riesengroß. Über 2 Minuten bereits für den Fahrer in vierter Position. Unverkennbar hier in seinem Stil. Albert Zweifel. Und Liberton hinter Zweifel. Über 2 Minuten 10 Rückstand für Zweifel und für Liberton. Christophe Lavenne mit 2 Minuten 30 hier am Ziel vorbei. Fahrer, die, das darf man sagen, geschlagen sind.